Sie schauen die Sendung Puls. Guten Abend miteinander und herzlich willkommen. Heute beschäftigen uns diese Themen. Modetrend Tattoo. Worauf beim Tätowieren und beim Entfernen zu achten ist. Koffein für die Kleinsten. Warum Frühgeborenen hilft, was dem Größeren schadet. Diagnose Brustkrebs. Wie gefährlich sind kleinste Vorstufen von Krebs wirklich? Brustkrebs ist die häufigste Krebsart bei Frauen. Jedes Jahr werden rund 5'000 neue Fälle entdeckt. Und grundsätzlich gilt, je früher man es merkt, desto grösser ist die Chance auf eine vollständige Heilung. Nur, je genauer man sucht, desto mehr findet man natürlich auch. Und da tut sich mit den modernen Diagnosemöglichkeiten ein Dilemma auf. Kann man heutzutage Brustkrebs so früh entdecken, dass man ihn noch gar nicht behandeln müsste? Eine Mammographie zur Früherkennung. Der routinierte Blick darauf soll eine gesicherte Krebsvorsorge ermöglichen. Heute findet man schon kleinste Vorstufen von Krebs. Und genau deshalb entschied sich auch die 52-jährige Sibyl Stucki für eine Mammographie. Grüezi miteinander. Stucki Sibyl. Denn in ihrer Familie war Brustkrebs bereits mehrfach vorgekommen, bei ihrer Mutter und mehreren Verwandten. Der Befund war auffällig und ihr Arzt riet, das nicht zu ignorieren. Als Arzt hat er mir gesagt, dass das so eine Mikrokalkgruppe ist, wo man oft findet in einer Brust, wo gutartig ist auch, wo nichts Schlimmes ist, dass das aber kann sich anders entwickeln dann, oder? Dass man das muss gut beobachten. Ein bisschen größer. Brustchirurg Christoph Tausch schaut mit ihr die Mammographiebilder an. Kleinste Verkalkungen lassen sich erkennen. Könnten sich dahinter bereits Krebszellen verbergen? Das ist das Dilemma, das wir derzeit haben, dass wir nicht wissen, welche dieser Vorstufen dann tatsächlich gefährlich werden mit der Zeit. Nach einer Biopsie kam für Sibyl Stucki der Befund. DCIS, Abkürzung für duktales Karzinoma in situ. Bei ihr war die Einstufung low grade, das heißt niedrig gefährlich. DCIS ist ein übermäßiges Zellwachstum in den Milchgängen der Brust. Anders als in normalen Milchgängen findet man beim DCIS Zellansammlungen, die Ähnlichkeit haben mit Krebszellen. Sie bleiben aber in den Milchgängen und breiten sich nicht aus wie ein richtiges invasives Karzinom. Heutzutage wird beim Befund DCIS operiert, weil man glaubt, dass daraus invasiver Krebs entstehen könnte. Bei dieser Größe ist es die erste Option, dass man einen Teil entfernt von der Brust und dann in Abhängigkeit davon, wie groß es tatsächlich ist, bei den meisten Patientinnen noch eine Bestrahlung erfolgt. In Einzelfällen kann man auf die Bestrahlung verzichten. Ein massiver Eingriff also. Sibyl Stucki entschied sich sogar für eine vollständige Brustentfernung, weil sie wegen ihrer Familiengeschichte größtmögliche Sicherheit haben wollte. Ich habe mir natürlich auch ein bisschen erhofft davon, wenn ich eine Brustamputation mache und dann das Ganze weg kann im Grunde genommen. Und eben die 95%ige Sicherheit, die man ja sagt, hat man nachher, dass ich dann eben nicht so viele Kontrollen muss, dass ich nicht ständig irgendwo immer bei einem Doktor irgendwo liege und wieder Aufnahmen muss machen, Mammografien, Ultraschall und Zeugs und Sachen. Dass ich von dem her nicht ganz so immer dem unterworfen bin und auch wieder einfach mein Leben kann leben und ohne immer müssen an das denken. Eine kanadische Studie hat jetzt untersucht, wie groß statistisch ihr Risiko ist, an Brustkrebs zu sterben. Von den gut 100.000 Frauen mit DCIS starben innerhalb 20 Jahren 3,3% an Brustkrebs. Das Sterberisiko war damit etwa gleich groß wie das der Durchschnittsbevölkerung. Und das trotz vorsorglicher Operation. Die Behandlung hatte somit keinen großen Einfluss auf die Sterblichkeit. Immer mehr Stimmen werden laut: Ist eine Operation wirklich immer nötig? Wäre sogar Zuwarten eine Option? Hong Stauffacher ist eine der wenigen Frauen, die diesen Weg gewählt haben. Zwar ließ sich die gebürtige Chinesin bei einem ersten Befund auch noch operieren. Als man nochmals kleine Verkalkungen fand, wollte sie aber nicht mehr unters Messer. Alle Ärzte sagten mir, natürlich können Sie warten, aber am Ende sollten Sie operieren, dann haben Sie kein Risiko mehr. You will have no risk.
Weil der Brustkrebs aber noch ein so frühes Stadium hatte und es nicht um Leben oder Tod ging, sagte ich mir, ich kann noch ein, zwei Jahre einfach zuwarten. Das Abwarten lohnte sich. Zur großen Überraschung ihres Arztes bildeten sich bei ihr die Auffälligkeiten völlig zurück. Ich glaube, die Ärzte wollen heute einfach kein Risiko eingehen. Bei einem Risiko von 1% für Patientinnen wählen sie eine 99-prozentige Behandlung. Ich weiß nicht. Vielleicht gibt es ja auch einen anderen Weg, mit dieser Vorstufe von Brustkrebs umzugehen. Diese Frage stellen sich pro Jahr rund 900 Frauen in der Schweiz. Cornelia Leo, Sie sind Leiterin vom Brustzentrum am Kantonsspital Baden. Wie muss ich das jetzt einordnen? Jetzt ist die Diagnose so gefühlt, kommt es einem vor, als wäre es die Diagnose Brustkrebs? Ja, häufig sind die Frauen mit dieser Diagnose natürlich verunsichert. Das hat verschiedene Ursachen. Zum einen auch, dass das Dezis als Brustkrebsvorstufe doch häufig mit dem invasiven Brustkrebs in einen Topf geworfen wird, was nicht ganz korrekt ist. Denn beim Dezis handelt es sich um eine Vorstufe. Das heißt, man hat ein Risiko, dass sich daraus ein invasiver Brustkrebs entwickeln kann. Es muss aber auch nicht so sein. Es kann also auch sein, dass es auf der Stufe des Dezis bleibt. Also es ist eine Vorstufe, die aber häufig operiert wird, also wie wenn es schon ein Krebs wäre. Und dann haben wir ja von dieser Studie erfahren, was die Sterblichkeit anbelangt, trotz Operationen nicht kleiner geworden als bei Frauen ohne Dezis. Also wird dann nicht doch zu viel operiert am Schluss? Wir wissen, dass wir tatsächlich einen Teil der Frauen mit einem Dezis übertherapieren, da wir eben davon ausgehen müssen, dass sich nicht alle Dezis-Veränderungen in einen invasiven Brustkrebs entwickeln. Wir haben aber heutzutage leider noch nicht die Möglichkeit, wirklich zu differenzieren, bei welcher Frau sich das Dezis tatsächlich zu einer potenziell lebensbedrohlichen Situation, also zu einem invasiven Brustkrebs, entwickeln wird und bei welcher Frau vielleicht das Dezis ein unbedrohliches Dezis bleibt. Das ist jetzt etwa bei der Hälfte oder, von der Frauen, kann es so weit rauskommen. Aber auch das Beispiel, dass es von alleine zurückgehen kann. Also, wann kann man zuwarten? Also ich denke, dass wir leider heutzutage noch keiner Frau wirklich empfehlen können, zuzuwarten, da wir noch keine zuverlässigen Marker haben, die es uns eben ermöglichen, die Therapie zu individualisieren, zu sagen, das Dezis wird sich nicht weiterentwickeln, das heißt, hier kann man vielleicht zuwarten, das Dezis wird sich sicher weiterentwickeln, das heißt, zu einem Brustkrebs, das heißt, dort muss man aggressiver behandeln. Diese Mittel, diese Kriterien, die fehlen uns heutzutage noch. Und deswegen müssen wir eben leider allen Frauen sicherheitshalber noch dazu raten, das Dezis operieren zu lassen. Und man hat auch nicht genug Zeit, dass man könnte sagen, wir tun einfach engmaschiger wieder das Untersuchen beobachten. Prinzipiell haben wir sicherlich Zeit. Wir wissen aber gar nicht, in welcher Phase der Entwicklung des Dezis zu einem invasiven Brustkrebs wir momentan stehen. Ja? Und irgendwann geht die Entwicklung los, dass sich, wir haben es ja im Einspieler vorhin gesehen, dass sich ja dieses Dezis in den Milchgängen abspielt, wo es noch nicht bedrohlich ist. Und irgendwann kommt es zu einer Ausbreitung in das umliegende Brustgewebe und dann entsteht der wirklich bösartige und potenziell bedrohliche Brustkrebs. Und das will man verhindern. Ja? Das ist das Ziel, das mit der Therapie zu verhindern. Cornelia Leo, ich danke vielmals für das Gespräch. Danke. Ja, und damit kommen wir zum Schwerpunktthema vom heutigen Abend. Und das geht im wahrsten Sinn vom Wort unter die Haut. Tattoos. In der Schweiz ist schätzungsweise jeder vierte Erwachsene unter 35 tätowiert. Die dauerhafte Körperbemalung ist keineswegs neu, hat eine jahrtausendealte Tradition. Schon Ötzi hat seinen Körper bemalt. An ihm wurden über 60 Tattoos gefunden. Man höre und staune, sogar Kaiserin Sissi war tätowiert. Sie hatte einen Anker auf dem linken Schulterblatt. Bei Adel und Klerus waren Tattoos keine Seltenheit. Eroberer und Matrosen ließen sich auf ihren Reisen von Naturvölkern inspirieren. Zu Flower-Power-Zeiten schließlich stach man sich Tattoos gerne auch mal im Freundeskreis. In den 80er, 90er Jahren dann blieb keine Punk- und Rockerhaut unbemalt. In den letzten Jahren sind Tattoos massentauglich geworden und entsprechend schießen Tattoo-Studios wie Pilze aus dem Boden.
Salonfähig sind es also die Tattoos, aber auch unbedenklich für die Haut und für die Gesundheit allgemein. Und was, wenn man es nicht mehr will? Da sind doch noch ein paar Fragen offen, die wir heute Abend klären wollen. Und wir haben auch Dermatologinnen und Dermatologen bei uns bis um 11 Uhr. Die erreichen Sie am Beratungstelefon auf 0848 00 23 23 oder im Expertenchat srf.ch/puls. Sie können Fragen stellen rund ums Thema Tätowierungen. Ja, das muss man sich eben schon gut überlegen, so ein Tattoo. Weil, das wissen Sie ja auch, wenn man es dann einmal hat, bringt man es nicht so einfach wieder weg. Aber viele verbinden damit eben ganz einen persönlichen Traum. Auch die Frau, die wir jetzt kennenlernen. Monika Möller auf dem Weg ins Tattoo-Studio. Mit Tätowierer Vari geht es noch mal um die Motivwahl. So, jetzt haben wir miteinander angeschaut, oder? Mhm. Reifliche Überlegung ist gefragt, denn das Bild bleibt lebenslang. Das ist so, wie man es vorgestellt hat, tipptopp. Gut, dann können wir schon loslegen. Nehmen Sie in Angriff. Okay. Letzte Vorbereitungen, bevor es unter die Haut geht. Nadel, Tätowiergerät und die ganze Farbpalette werden präpariert. Sorgfalt ist gefragt, denn beim Stechen von Tattoos muss eines großgeschrieben werden. Hygiene. Vor allem Einwegnadeln garantieren sicheres Arbeiten. Geht es um die Hygiene, darf es keine Kompromisse geben. Ich kann eigentlich Vertrauen zum Vari zu gehen. Man kann sich auch schnell irgendwie infizieren. Ich habe eigentlich Freude an der Tätowierung und ja, mit dem irgendwie noch mit einer Krankheit rumschlagen nachher. Ja. Beim Tätowieren blutet die Haut. Und damit können nicht nur lokale Hautinfektionen, sondern auch Hepatitis oder HIV übertragen werden. Ein hoher Preis fürs dekorative Hautgemälde. Ob die Sorge um gefährliche Infektionen berechtigt ist, schätzt der Leberspezialist Joachim Mertens ein. Das Risiko, sich beim Tattoo-Stechen mit einer Infektionskrankheit anzustecken, ist gerade hier in der Schweiz sehr eher klein. Wenn man die Hepatitis C als ein Beispiel nimmt, dann muss man sagen, dass wenn das unter sterilen Bedingungen gemacht wird und sauber gearbeitet wird, halte ich das Risiko für praktisch vernachlässigbar. Damit das so bleibt, können sich Tattoo-Studios einer freiwilligen Kontrolle unterziehen. Dadurch bekommen sie ein Hygienezertifikat, das sogenannte Hygiene-Quality-Label. Melanie Garcia führt solche Kontrollen durch. Kein Detail darf ihrem Sicherheitscheck entgehen. Die Kontrollliste wurde vom Bund für Lebensmittelsicherheit und dem Verband Schweizerischer Berufstätowierer erarbeitet. Genau. Okay. Muss ich das schnell aufschreiben? Eine solche Kontrolle aber findet nur in rund 50 der geschätzt 800 Studios in der Schweiz statt. Dass trotzdem so wenig passiert, zeigt, auch ohne Hygienezertifikat wird seriös gearbeitet. Man muss sich wirklich die Sachen auch zeigen lassen, ob die Sachen, wie man darf. Also der Tätowierer darf auch nichts verheimlichen. Er muss die Farbe zeigen, er muss die sterilisierten Produkte zeigen. Die verwendeten Farben nämlich sind neben der Infektion das zweite Risiko beim Tätowieren. Mit Nadelstichen wird die Farbe unter die Haut gebracht. Dort werden die Farbpartikel als Fremdkörper erkannt und von Zellen eingehüllt. Etwa ein Drittel aber verteilt sich im Körper. Die Farbe wandert über die Lymphgefäße und lagert sich unter anderem in den Lymphknoten ab. Wie und wo genau sich die Farbe verteilt, ist unklar. Bei Stichproben des Bundes wurden im letzten Jahr über 50% der Tattoo-Farben beanstandet. Sie enthielten teils toxische und krebserregende Substanzen. Daraus entstand eine Verbotsliste. Tattoo-Farben beinhalten aber, je nach Hersteller, viele Komponenten, die nicht aufgelistet sind. Ein Graubereich. Ich tue immer kontrollieren, was drin ist, was für Pigmente drin sind. Ich habe Negativlisten. Die Farbnegativliste ist jetzt das Jahr im März erschienen. Und dann tue ich die Pigmente, das sind die CI-Nummern. Und ich kontrolliere, ob das auf der Negativliste vermerkt ist. Giftige und krebserregende Substanzen in Tattoo-Farben. Ein medizinisches Problem? Die Datenlage ist extrem dünn. Es gibt mit dem Hype des Tattoos auch ganz viele neue Farbstoffe, die auf den Markt kommen. Für die gibt es ganz wenig Untersuchungen und ganz wenig Daten, ob das jetzt ein Risiko ist. Geforscht wird ja immer
natürlich auch ein bisschen da, wo ein großes öffentliches Interesse da ist. Geforscht wird da, wo ein großes Leid da ist auch. Und natürlich auch ein bisschen, wo das Geld ist. Und ich denke, das Problem ist einfach kein sehr großes insgesamt. Wir haben nicht wöchentlich Dutzende von Patienten, die kommen, weil sie irgendwelche schlimmen Ausschläge auf Tattoos haben. Und so wird wohl auch Monika Möllers buntes Hautkunstwerk keine bleibenden Schäden hinterlassen. So, schauen wir mal. Ja? Gut, doch, es ist toll rausgekommen. Mal schauen, bis es abgeschwollen ist alles und dann kommt das, glaube ich, gut. Doch. Jetzt musst du so vor den Spiegel stehen und so zurückschauen. Daniel Zuder, Sie sind Dermatologe in St. Gallen. Jetzt haben wir von Infektionen gehört, von Gift, keine Ahnung, wo die Farbe landet. Und gleich scheint das Fazit harmlos eigentlich. Ganz so sehe ich das nicht. Infektionen sind sicherlich derzeit in der Schweiz nicht das Hauptproblem beim Tätowieren. Wie man im Einspieler gesehen hat, herrschen hier in der Schweiz sehr hohe Hygienestandards, auch in Tattoo-Studios. Allerdings sehen wir deutlich häufiger als Dermatologen allergische Reaktionen, sogenannte granulomatöse, entzündliche Reaktionen auf der Haut. Das sind doch nicht selten vorkommende Probleme nach dem Tätowieren. Da haben Sie uns auch ein Bild mitgebracht von der Allergie zum Beispiel. Wie sehen wir genau. das da? Wir sehen hier ein klassisches nässendes Ekzem. Offensichtlich ist die grüne Farbe die Farbe, die, auf die der Patient allergisch reagiert. Man sieht hier Körperflüssigkeit sozusagen aus der Haut treten. Das trocknet dann als kleine gelbliche, gelbliche Kruste ein und er juckt natürlich sehr stark. Und macht kriegt den Patienten. Man das in den Griff dann irgendwie? Ja, im Griff kriegt man es schon. Es ist sehr, sehr schwierig. Akut würde ich sicherlich mal mit kortisonhaltigen Cremes äußerlich behandeln. Eventuell, wenn es noch einen gelblichen Belag, also einen Hinweis auf eine bakterielle Superinfektion zeigt, dann würde ich noch ein bisschen ein antibiotisches Cremchen anwenden. Das muss aber tatsächlich teilweise recht langfristig angewendet werden. Mhm. Damit hat man das aber nur das akute Problem gemildert, aber nicht beseitigt. Die okay. Allergie bleibt vorhanden. Also was heißt das, dass man dann einfach in anderen Situationen auch reagiert? Das ist das Problem. Wir wissen, wie auch wieder ein Spieler gezeigt hat, nicht so genau, was ist jetzt tatsächlich das auslösende Agens, was da in die Haut eingebracht worden ist. Letztendlich wäre das Ziel, die Farbe aus dem Körper wieder zu entfernen. Und offensichtlich ist das kein leichtes Unterfangen. Dann haben wir noch einen weiteren Fall. Was ist das? Ja, das ist jetzt eher so eine granulomatöse, also eine knotige, chronische Entzündung der Haut. Hier offensichtlich auf den roten Farbstoff, der übrigens auch sehr allergen wirkt. Das heißt, der rote Farbstoff hat offensichtlich, wie auch immer, Komponenten drin, auf die sehr viele Patienten allergisch reagieren. Und auch da Cortison? Auch da ist wieder das Cortison äußerlich sicherlich eine kurzfristige Antwort oder mittelfristig. Auch da wiederum stellt sich die Frage, wie kriege ich den Farbstoff sozusagen wieder aus dem Körper raus. Also das heißt, unter Umständen muss man dann das Tattoo entfernen? Das ist die Ultima Ratio, würde ich sagen. Es ist natürlich jetzt ganz schwierig, diesen Patienten zu empfehlen, wir lasern das weg. Das ist natürlich auch eine Strategie, die man sich überlegen kann. Mhm. Aber auch da herrscht wieder das Risiko, dass wir durch diese Laserbehandlung den Farbstoff, der allergisierend wirkt, in kleine Bestandteile zertrümmern, die dann im Körper verteilt werden und dann zu einer generalisierten, also einer allergischen Reaktionen im ganzen Körper führen. Sehr selten kommen da auch anaphylaktische Reaktionen beim Lasern oder nach dem Lasern vor. Also ganz unbedenklich ist es nicht. Ja, also das Tattoo ist eben etwas, wo man vielleicht in einer bestimmten Lebensphase oder aus einer besonderen Laune heraus macht und in dem Moment natürlich auch ganz sicher ist, dass man das für immer und ewig will. Ist ja aber nicht immer so. Es ist ihm zum Kreuz geworden. Luca Liloia hat sein Tattoo satt. Die Laserspezialisten Steiner und Feinendegen nehmen sich seiner Sorgen an. Auf der einen Seite ist es sicher eine Jugendsünde, wo ich halt einfach gesagt habe, mit 18 ich will jetzt Tattoos stechen. Das ist sicher ein Grund. Und ich bin jetzt als Verkaufsberater tätig im Aussendienst und habe natürlich immer wieder Kundengespräche zu führen.
Und gerade in so heißen Tagen, wie wir jetzt hatten, hätte ich gerne mal das Hörnchen zurückkrempelt. Das war aber nicht möglich, weil es halt wirklich vielleicht nicht so eine gute Gattung macht, je nach Kunde. Oder? Die Jugendsünde zu entfernen, kommt ihm teuer zu stehen. Viel teurer, als es das Stechen einst war. Pro Sitzung 279 Franken. Also wenn ich von 10 Mal ausgehe, sind das 2790 Franken. Das Maximum, das ich zahlen müsste, ich hoffe natürlich, ich kann schon vorher die Übung abbrechen. Ja. Los geht's. Erst wird die Haut desinfiziert und gekühlt. Dann wird's heiß. Ist das für Sie? Ist gut. Ist gut. Ja. Aushalten, ja. Tut mehr weh als Stechen, aber ist auszuhalten. Okay. Der Laser sprengt die Farbpigmente in kleinste Partikel. Ist das Tattoo mehrfarbig, wird die Entfernung schwieriger. Jede Farbe reagiert auf eine andere Wellenlänge. Die Spaltprodukte werden anschließend nicht ausgeschieden, sondern verteilen sich im Körper und lagern sich ab. Es bleibt sicher ein Teil im Körper, in der Lymphknoten, vielleicht auch im Gallensystem von der Leber und in der Leber selber, wo ja die Abbau stattfinden sollte. Wir haben aber bis jetzt langfristig noch nie einen Fall gehabt, wo irgendwie negativ aufgefallen wäre durch eine Krankheit, die dadurch entstanden ist, etc. Aber wir wissen es effektiv nicht. Die Datenlage also ist dürftig. Es bleiben Fragen. Fakt ist, optisch kann die Laserbehandlung gute Ergebnisse erzielen, bleibt aber auch mit neuester Technik schmerzhaft und ist teuer und braucht vor allem Zeit. Herr Steiner, grüße. Also, schauen wir uns das Ganze. Wir treffen Luca Liloia nach 3 Wochen erneut. Und jetzt sehen Sie auch deutlich nach einer Laserung, wo das wir die grössten Fortschritte haben. Es ist nämlich vor allem hier an den Schattierungen, die sehr gut jetzt eigentlich schon weggegangen sind. Sie sehen aber auch, dass genau hier, wo wir am meisten Farbe haben, wo es am intensivsten und gestochen worden ist, dass man hier eigentlich noch wenig sieht. Was man sicher schon sieht, ist ein Sättigungsrückgang. Es ist nicht mehr so schwarz. Bis das Tattoo ganz verschwunden ist, wie bei diesen Patienten, wird Luca Liloia noch einige Sitzungen brauchen. Ja, ich hoffe es nicht mehr allzu viel Mal, aber ich denke, ich habe schon noch ein paar Sitzungen vor mir. 6 bis 10 Sitzungen werde ich sicher noch haben. Rechten Aufwand, he? Und was macht das viele Laser mit der Haut? Also wenn das ordnungsgemäß durchgeführt wird nach den Regeln der Kunst, passiert der Haut eigentlich wenig bis gar nichts. Was wir relativ häufig sehen, insbesondere bei dunklen Hauttypen, dass es bei dieser intensiven und wiederholten Anwendung von Lasern tatsächlich zu einer Entpigmentierung der Haut kommt, zu einer dauerhaften Entpigmentierung, quasi eine Art Negativ der Tätowierung entsteht. Genau. Genau, haben wir wie eine Abzeichnung. Genau. Das kann man nicht unbedingt abschätzen. Dann haben wir auch Narben, kann sie auch geben. Da haben wir auch ein Beispiel dazu. Narben ist immer so eine Problematik. Wir wissen nicht im Vorfeld genau, wann bekommt wer eine Narbe. Wir müssen sehr aufpassen. Deswegen rate ich auch, erst mal eine Probebehandlung durchzuführen. Wie reagiert der Patient auf die Laserbehandlung? Tut sich da irgendwas Negatives an der Haut? Aber Narben, wenn die mal entstanden sind, das ist ein therapeutisches Problem. Das kann man nicht machen. Und jetzt gibt es ja auch Studios, oder? Die bieten gerade beides an. Man kann sich stechen lassen und dann haben sie noch einen Laser im Hinterzimmer. Was halten Sie da davon? Ich halte davon nicht sehr viel. Man muss wirklich gut abwägen, wo und wer lasert. Ich rate ab, sich schnell und unüberlegt eine Tätowierung stechen zu lassen. Genauso rate ich ab, schnell und unüberlegt sich die Tätowierung wieder irgendwo entfernen zu lassen. Es benötigt eine Menge Know-how, Erfahrung, kunstgerecht eine Tätowierung zu behandeln. Das ist kein einfaches Unterfangen. Aufgrund der vielen verschiedenen Farben benötigt möglicherweise auch verschiedene Laserwellenlängen. Das ist meistens in Tattoo-Studios nicht gegeben und es wird vielleicht auch versucht, mit einem Laser mal alle Farben anzubehandeln und wegzulasern. Das geht nicht. Also zu einem Hautarzt, der da auch entsprechend ausgebildet ist. Empfehle ich sehr. Gut.
Ich danke Ihnen vielmals für Ihren Besuch, Herr Studer. Sie bleiben ja noch bei uns im Expertenchat. Das heisst, Sie können heute Abend noch Fragen stellen bis um 11 Uhr rund ums Thema Tätowierungen, ums Stechen lassen, ums Entfernen lassen. 0848 00 23 23 oder Sie gehen in den Expertenchat auf srf.ch/puls. Mithilfe einer App zum erfolgreichen Rauchstopp. Das Bundesamt für Gesundheit hat eine Mobilapplikation entwickelt, die Rauchern beim Aufhören helfen soll. Die App basiert darauf, dass ein Freund den Nichtraucher beim Aufhören hilft. Ist die Versuchung zum Rauchen zu groß, soll der Freund mit Tipps via Telefon sofort Unterstützung geben. Studien zeigen, dass nahestehende Personen wichtig sind für einen erfolgreichen Rauchstopp. Wer sich aber nicht nur auf die App verlassen will, ist mit Bewegung gut bedient. Mithilfe von Sport fällt das Aufhören leichter, sagen weitere Studien. Erfolg im Kampf gegen Malaria. In den vergangenen 15 Jahren haben sich die Malaria-Infektionen in Afrika halbiert. Die größte Wirkung im Kampf gegen die Krankheit zeigen mit Insektizid behandelte Moskitonetze und auch neue Medikamente trugen zum Rückgang bei. Trotz dieser Erfolge leben immer noch Millionen von Menschen in Afrika mit dem Risiko, an Malaria zu sterben. Insbesondere Kinder sind einem hohen Risiko ausgesetzt. Neue Resistenzen gegen die Medikamente und Insektizide können die Infektionsrate schnell wieder ansteigen lassen. Für eine Studie zur Körperwahrnehmung wurden gesunde Probanden gebeten, mit geschlossenen Augen zu erraten, welcher ihrer Zehen gerade berührt wurde. Beim Berühren des großen und des kleinen Zehs waren sich die Probanden sicher, bei den Zehen dazwischen waren sich etwas mehr als die Hälfte unsicher, welcher berührt wird. Bei Hirnschäden testen Ärzte häufig, ob Patienten einzelne Körperteile erkennen. Wenn nun schon gesunde Menschen damit Probleme haben, müsse zukünftig die Diagnostik überdacht werden, sagen die Studienverfasser. Trinket nicht zu viel Kaffee. Dazu tun ja schon wir Erwachsenen uns ermahnen, wenn wir nicht zappelig werden wollen. Aber was bewirkt denn das Koffein erst bei einem Kind? Erstaunlicherweise ist da für die einen gut, was für die anderen völlig ungeeignet ist. Jessica ist 5 und was sie am liebsten trinken mag, das weiß sie ganz genau. Cookie. Ihre Mutter hört das, wie die meisten Mütter, natürlich nicht so gern. Die Vorlieben ihrer Kleinsten kennt sie gut. Es ist eigentlich so, dass ich keinen Kaffee trinke, ist die Versuchung natürlich nicht so gross. Aber ich weiss, wenn sie wie eine Grossmami ist, hat sie auch schon etwas Gützli dünkeln im Kaffee und das hat sie natürlich super gefunden. Koffeinhaltiges für die Kleinsten. Ganz allgemein gilt das als unverträglich. Und auch einer der wenigen Forscher, die das untersucht haben, hält das für vernünftig. Es ist natürlich so, dass die Hirnreifung, die Hirnentwicklung von 0 bis 20 sehr viele verschiedene Stadien durchläuft und dass möglicherweise auch die Auswirkungen von Koffein auf verschiedene Stadien unterschiedlich ist, aber dort wissen wir eigentlich wenig drüber. Keine Unterstützung also für unsere kleine Cola-Liebhaberin. Dabei hat sie vor 5 Jahren, als sie mehrere Wochen zu früh zur Welt kam, sehr vom Koffein profitiert. Denn damals wie auch heute ist Koffein als Medikament unentbehrlich. Auch dieses Frühchen ist über 6 Wochen zu früh auf die Welt gekommen und ringt nach Luft. Der bläuliche Hautton zeigt viel zu wenig Sauerstoff im Blut. Genau deshalb wird jetzt Koffein verabreicht. Und das in einer Menge, die aufhorchen lässt. Also das ist jetzt theoretisch so, wie wenn man als Erwachsener 5 Tassen Kaffee trinken würde. Also schon sehr viel. So im Verhältnis. Ein morgendlicher Koffeinschub für die Frühchen. Sicher weit mehr, als Neonatologe Dirk Basler heute schon selbst zu sich genommen hat. Und trotzdem. Also tatsächlich wird das Atemzentrum der Frühgeborenen angeregt. Sie atmen regelmäßiger, sie haben weniger Atempausen, es kommt zu weniger Herzfrequenzabfällen. Also sind letztendlich positive Auswirkungen auf das gesamte Atemmuster der Kinder, die wir sehen mit Koffeinbehandlung. Koffein also als Atemhilfe für die unreifen Kleinsten. Man könnte sich fragen, wieso das für Kinder später tabu sein soll. Medikamente werden ja unterschiedlich im Körper verteilt.
Und bei Frühgeborenen ist die Zusammensetzung ganz anders, Wasserfettgehalt als bei uns. Und dementsprechend ist eben auch die Pharmakokinetik und die Ausscheidung des Medikaments und die Wechselwirkung des Medikaments im Körper anders als bei uns. Es putscht schon auch ein bisschen auf. Wir sehen manchmal direkt nach der Gabe, dass die Herzfrequenz ein bisschen hochgeht. Und manchmal sind die Kinder auch etwas unruhiger im Inkubator, ein bisschen wacher. Aber so richtig nervös, wie wir das kennen, nach 5 Tassen Kaffee sind die Frühchen zum Glück nicht. Ob die 5 Tassen die Frühchen offenbar noch selig schlummern lassen, für ältere Kinder nicht gefährlich werden können, ist für Kinderarzt Jenny schlicht unerforscht. Man kann nicht eine Dosis sagen, die für das Kind ein Problem ist. Und zwar darum, weil es koffeinsensible Individuen und koffeinunsensible Individuen gibt, wie bei uns Erwachsenen. Also es gibt Leute, die können am Abend spät einen Kaffee trinken und die schlafen tiptop. Und andere Leute, die können am Mittag einen Kaffee trinken und schlafen am Abend nicht mehr. Also die unterschiedliche Sensitivität oder Sensibilität für Koffein, die gibt es bei den Kindern auch. Und damit kann man gar nicht sagen, wie viel denn die maximale oder die sinnvolle Dosis ist für ein Kind. Und ich möchte eigentlich, dass der Volksglaube bestehen bleibt, dass Kaffee nichts ist für Kinder. Ich glaube, das ist ein ganz guter Volksglaube. So viel zum Koffein. Dann haben wir heute Abend noch Dermatologinnen und Dermatologen bei uns am Beratungstelefon. Ich könnte Sie befragen zum Thema Tätowierungen auf 0848 00 23 23 oder über den Expertenchat srf.ch/puls. Der SBB hat 21 Milliarden Franken Schulden und zahlt pro Jahr 100 Millionen Franken Schuldzinsen. Der SBB-Chef nimmt dazu Stellung später im Wirtschaftsmagazin Eco. Und dass eine Kuh überhaupt Milch gibt, muss sie jedes Jahr ein Kälbchen auf die Welt bringen. Und die männlichen Kälber werden eben häufig entsorgt. Das wirft ethische Fragen auf. Der Bericht dazu jetzt dann gerade im 10 vor 10. Bei uns geht es in einer Woche um Beruhigungsschlafmittel. Die werden heute schnell einmal verschrieben. Wir zeigen auf, wie wichtig es ist, dass man die Mittel eben kontrolliert einnimmt. Und damit wünsche ich Ihnen jetzt ganz einen schönen Abend und eine gute Woche. Alle miteinander.